Hey Leute, Techniker hier. Heute geht es um einen Display-Mod und zwar nicht irgendeinen Display-Mod, sondern den einfachsten Display-Mod, den ihr euch nur so vorstellen könnt. Denn ich habe mich zusammengetan mit VS-Display und dieses wunderbare Ding kreiert. Das Ganze ist ein Display, was perfekt in den 360mm Spot oder Slot passt, wo ihr vielleicht einen Radiator oder auch Lüfter verbauen werdet und demnach der einfachste zu installierende Display-Mod ever sein wird. Los geht's! Viele von euch kennen hier von dem Kanal die ganzen Display-Mods, die wir hier vorstellen. In den jeweiligen Cases unterschiedlich stressig natürlich das Ganze zu installieren. Mal irgendwie mit Kleber, mal irgendwie mit Platine und die Platine irgendwie hinten rauslegen, Flachbandkabel rüberlegen. Ich wollte das Ganze vereinfachen für euch und zusammen mit euch und zusammen mit VS-Display habe ich mal mit dem lieben Tammy geschrieben und gemeint, hey, kannst du mir nicht einfach ein Display machen, was perfekt die Maße hat von einem 360mm Radiator, den man super simpel installieren kann, dessen Modul und alles hier drin bereits verpackt ist und einfach nur das Ganze angeschlossen werden muss, sodass jeder, der irgendwie irgendwo einen 360mm Radiator bzw. 320mm Lüfter verbauen kann, einfach so sein Display-Mod hinklatschen kann. Und heute ist der Tag, wo ich zusammen mit VS-Display dieses Display bzw. diesen Display-Mod vorstellen möchte. Das ist der einfachste Display-Mod der Welt. Das Ganze kommt und ist gesponsert heute von VS-Display. Wie bereits gesagt, hier unten findet ihr alle Links zu diesem Display, aber auch zu dem VS-Display-Store. Denn dieser unterstützt extrem hier diesen Kanal und unterstützt jeden Display-Mod, den ich nur so vorhabe. Das ist die neueste Entwicklung. Wir sprechen hier über ein Display, welches mit 14,5 Zoll und einem LCD-Monitor daherkommt. Wir haben 2560x720 als Auflösung, also für diese Größe am Display wirklich recht scharf und knackig. Es ist kein 4K-Display, aber mit 2K sozusagen, was nicht ganz ist, sondern 2560x720, finde ich das Display sehr scharf. Und trotz dessen, dass es kein IPS-Display ist, haben wir eine sehr, sehr, sehr gute Blickwinkelstabilität. Und das Besondere an diesem Konstrukt ist, dass es zum einen All-in-One ist sozusagen. Also wir haben hier direkt, viele kennen andere Display-Mods von VS-Display, haben wir hier die Platine, die man selber mit dem Flachbandkabel mit dem eigentlichen Display verbauen muss. Hier haben wir das Ganze alles in den Housing gepackt, um das Ganze noch einfacher zu machen. Hier hinten haben wir so eine kleine, mal versuchen zu zeigen, wenn ich sehe, die ist in den Aufnahmen, hier eine kleine, einen kleinen Aufbau sozusagen, der sowohl dafür dient, um die Controllerplatine hier drin zu haben und natürlich auch die Anschlüsse mit USB-C als Stromversorgung und Mini-HDMI, die Inputs einfach zu liefern, um Strom und Bildsignale zu übertragen. Das Display wird ganz regulär als externes zweites Display sozusagen erkannt, egal ob ihr es im PC verbaut oder nicht. Und durch diese Lochung hier hinten hat man die Möglichkeit, dieses Konstrukt ganz simpel und ganz easy eigentlich an jedem Spot von 120 oder 320mm Lüfter passen oder an 360mm Radiator mit den beigelegten Schrauben einfach zu befestigen. Und nicht nur das, durch diese Einsparung sozusagen, die wir hier haben und den beigefügten Kabeln, ist das Ganze super simpel. Wir haben einmal ein USB-C auf USB-C Kabel, was für die Stromversorgung dient. Das Ganze wird dann hier oben reingesteckt. Zack. Und einmal haben wir ein Mini-HDMI auf HDMI-Kabel, welches dann hier oben auch reingesteckt wird. Und ihr seht es vielleicht, durch diese Einsparung haben wir die Möglichkeit, auch die Kabel sehr sauber hinten am Gehäuse, also da wo der Radiator platziert wird, in jegliche Richtung zu biegen und einmal, sag ich mal, sehr sauber seitlich rauslaufen lassen oder natürlich direkt hinter dem Radiator, wenn da noch Platz ist, also dem Radiator-Mounting-Platz, muss man sagen, hier mit diesen Kabeln rauszugehen. Am anderen Ende haben wir USB Typ C und HDMI. Das sind die Kabel, die leider Gottes halt natürlich nach wie vor aus dem PC-Case herausgebracht werden müssen und mit der Grafikkarte verbunden werden müssen, um das Ganze mit USB-C mit Strom zu versorgen und mit HDMI dann das Display-Signal drauf zu projizieren.
Ich persönlich finde diese Entwicklung, die VS-Display und diese Innovation, die VS-Display mir ermöglicht hat zu machen, halt wirklich genial. Also einfach so jedem Menschen und in jedem Case kompatibel ein 360 mm großen Display-Mode zu machen oder 320 mm mit exakter Lochung, die die Lüfter auch haben, ist einfach super easy und super genial. Egal ob es ein Lianli O11 ist, egal ob es ein NZXT H9 ist auf der Seite, vollkommen egal ob es irgendein anderes Case ist, was ich jetzt nicht kenne und nicht erwähnt habe. Ein 360 mm Radiator, wenn drei Lüfter reinpassen, passt dieser Display-Mod rein. Ich werde auch nochmal das Ganze mal direkt nebeneinander oder aufeinander zu halten, um das Ganze mal zu zeigen, dass das Ganze wirklich perfekt diese Größe hat von einem 360 mm Stack. Es ist minimal hier etwas höher durch das Housing, aber wir sprechen hier über 0,2, 0,3 mm oder was. Und das Ganze passt dann perfekt dort rein. Ich finde es eine großartige Entwicklung. Vielen Dank an VS Display, am lieben Tammy, dass wir heute dieses Display vorstellen konnten. Wir hatten dieses Display bereits in einem Mod verbaut. Es ging um meinen Ironman War Machine Build, den wir gemacht haben. Werde ich hier oben verlinken, damit ihr da auch mal rein zippen könnt, wie sowas aussehen könnte. Ich hatte auch bereits auch schon mal ein Video gemacht, was man denn alles mit so einem Video dann, also mit so einem Display tatsächlich anstellen kann. Wie projiziert man jetzt hier coole Sachen drauf? Was kann man hier basteln mit der Wallpaper Engine oder vielleicht auch mit AIDA oder Rainmeter, um dann das Display hier mit Statusinformationen zusätzlich auch nochmal zu bespielen. Vielen Dank, Tammy von VS Display, für die unendliche Unterstützung in dieser Geschichte. Eine ganz wichtige Frage habe ich an euch. Interessiert euch dieses Thema? Findet ihr dieses Display-Mod wirklich krass? Sollen wir noch mehr solche Sachen liefern? Soll der liebe Tammy sowas auch in Weiß liefern? Soll VS Display auch das Ganze vielleicht als 240 mm oder gar als 120 mm Einbaumöglichkeit liefern, sondern dass man das Ganze zwischen einzelnen Lüftern positionieren kann oder vielleicht sogar für manche kommenden oder riesengroße Cases eine 420 mm Variante von so einem kranken Display-Mode zu machen. Das Ganze würde mich sehr interessieren. Hier unten ist der Link zu diesem Produkt. Lasst mir hier einen Kommentar da zu der eben gestellten Frage. Und ich freue mich wahnsinnig, heute euch dieses Projekt zusammen mit VS Display vorgestellt haben zu dürfen. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah, what I really said, cause I wanted what is true. Lately I've been doubting, I don't know if I would do. Yeah, what I really said, cause I wanted what is true. I don't know if I'm worth it, but I've been running, I've been doing this for sake. If I get a purpose, if I gotta go and make it happen, man, I know. But sometimes I'm getting so nervous, I hope that I didn't get it.